der kämpft. Und er ist keiner, der aufgibt. Jeder andere hätte halt den anderen Zug gemacht. Er hat einen anderen Weg gefunden und jetzt kämpft er auch. Diesen Job und diese Position, die er jetzt hat, die hat er ja von null auf selber kreiert. Er kam ja aus einer ganz anderen Branche, hatte mit ihm überhaupt nichts. Also für mich ist die Gefahr größer wie die Stärke. Ich habe in meinem Leben immer eins gemacht. Ich schaue immer, egal wenn ich was abwiege, was ist das Worst-Case-Szenario? Die Gefahren sind immer die größte Bedrohung. Und die musst du im Griff haben. Wenn wir die im Griff haben, werden wir auch unschlagbar sein. Ich habe angefangen mit Immobilienentwicklung und habe mich dann 2018 dazu entschieden, ein eigenes Maklerunternehmen aufzubauen, Bricks and Mortar Immobilien. Wo entwickelt sich die Firma hin? Und dann schaut man zurück und sagt, ja, das war wahrscheinlich der Punkt, der passieren musste, auch wenn es scheiße ist. Oh, das ist gleich emotional. Ich weiß, das ist mir echt schwerfällt. Ich darf nicht aufstehen, aber es war ein geiles Jahr. Es war ein herausragendes, es war ein für mich sehr hartes Jahr. Max ist ein absoluter Gewinnertyp. Also ich kenne keinen, der so energisch ist, ja, und so nach Erfolg und auch nach dem Gewinnen strebt wie Maximilian Wolf. Er ist eine absolute Inspirationsperson für mich. Er erwartet von seinen Mitarbeitern, dass die genauso am Unternehmen und im Unternehmen arbeiten wie er. Aber ich habe diesen Plan vor Kopf und deswegen bin ich mir sicher, wir schaffen das. Aber alleine schaffe ich es nicht, sondern nur wir schaffen das. Und das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsgeheimnisse. Ich bin keine One-Man-Show. Dass er das geschafft hat, innerhalb weniger Jahre diese Coaching-Schiene da so aus, auf- und auszubauen, das fand ich schon, ja, sehr beachtlich. Alle drei hätten Makler des Jahres werden können, aber einer kann es nur werden. Und es ist in 2023 die Bricks und Mortar. Yes. Woo! Yes! Hätte ich nie, nie, nie gedacht, dass wir in so ein Wespennest in der Immobilienwirtschaft da reintreten. Nein, never. Alles geil. Wenn es nicht mindestens 30 im Monat sind, ist es kein System. Punkt. Ende der Ansage. Gibt es da jemanden, der ja, eine der größten Enttäuschungen meines Lebens ist, den ich als Freund gesehen habe, der Vertrauen bekommen hat und dann Datensätze des Unternehmens nachweislich exportiert hat und mir dann erzählt, er macht jetzt auch Coaching?